Hannover 96 ist Tabellenführer der Fußball-Bundesliga nach dem 2:0-Sieg über den Hamburger Sportverein. Also erstmals seit 48 Jahren an der Spitze im Fußball-Oberhaus. Die Roten, und damit einen schönen guten Abend zum Kicker-TV-Talk. Aber 96 ist auch der Aufhänger für unser Thema der Woche. Das da lautet, wem gehört eigentlich der Fußball? Und es war schon interessant, was wir so im Stadion in der HDI-Arena so zu hören bekamen während des Duells zwischen 96 und dem HSV. All das wollen wir besprechen mit unseren folgenden Gästen. Richard Gulz stand 273 Bundesligaspiele zwischen den Pfosten des HSV und war 2 Jahre auch bei Hannover 96 aktiv. Martin Bader war bis März Geschäftsführer von Hannover 96 und weiß, wie Wirtschaftsbosse im Fußball ticken. Wie er das findet, das sagt er uns hoffentlich dann im Verlauf unserer Sendung. Jörg Jakob, der Kicker-Chefredakteur, ist ein großer Freund des englischen Fußballs, wo Clubs schon lange von Investoren beherrscht werden. Ist das auch eine Lösung für die Bundesliga? Und Andreas Rettig, der Geschäftsführer des FC St. Pauli, war schon bei der DFL ein Kämpfer gegen freie Bahn für Investoren. Doch langsam wird es etwas einsamer auf seiner Position. Schönen guten Abend, meine Herren. Hallo. Ja, Hannover, 10 von 12 möglichen Punkten geholt in dieser noch jungen Saison. Martin Bader, das ist schon mal ein Pfund, womit sich leben lassen kann als Bundesliga-Aufsteiger. Tabellenführer, schönstes Wochenende vor der englischen Woche, ist herrlich. Aber ich habe es schon vorher gesagt, das ist für mich nicht überraschend, weil in dieser Mannschaft unheimlich guter Spirit vorherrscht. Sie haben die Aufstiegseuphorie mitnehmen können, einen guten Saisonstart, und das trägt einen dann eigentlich über eine lange Strecke in der Saison. Und insofern ist es für mich nicht wirklich überraschend, denn diese Mannschaft hat eigentlich schon seit einem Jahr sehr, sehr gut funktioniert und ist jetzt eigentlich, krönt jetzt Woche für Woche diesen Zusammenhalt. Ist das so das große Pfund auch eines Bundesliga-Aufsteigers? Ich meine, der ist noch ungeschlagen unter André Breitenreiter. Ich meine, 10 von 14 Spielen unter ihm sogar zu null. Wird so ein Bundesliga-Aufsteiger gerne auch mal ein bisschen unterschätzt? Ja, wobei 96 ja kein typischer Aufsteiger ist. Die sind ja eine etablierte Bundesliga-Mannschaft, die halt mal einen kleinen Unfall hatte. Und aber das eine ist, dass man vielleicht noch nicht so richtig wahrgenommen wird, und das andere ist einfach die Euphorie. Die Mannschaft ist erfolgreich seit knapp einem Jahr und strahlt Selbstvertrauen aus und Mut und alles, was man braucht, um erfolgreich zu sein, haben einfach auch eine ordentliche Mannschaft. André Breitenreiter und Horst Held haben ja zusammen schon auf Schalke zusammengearbeitet. Also man hat sich wieder gut zusammengefunden bei Hannover 96. Passt eigentlich. Ja, also man hat ja keinen Einblick in die tägliche Arbeit, aber ich meine, die Punkteausbeute, der Aufstieg, all die Dinge, die Entwicklung, die sprechen sicherlich nicht gegen die zwei. Das stimmt. Wo kann das noch hinführen? Oder wäre es jetzt viel zu früh zu sagen, diesen Weg nimmt Hannover 96 gerade? Ist das immer die viel zitierte Momentaufnahme? Ja, wo natürlich kann man jetzt in Spiele reingehen und etwas unbeschwerter aufspielen. Der Druck ist nicht wahnsinnig groß, jetzt unbedingt punkten zu müssen, sondern man kann ein bisschen mit breiterer Brust auch mal nur einen Punkt mitnehmen und sagen, es geht nicht alles dann in den nächsten Wochen dann flöten. Und gerade Mannschaften, die eine gute Vorrunde gespielt haben, die Eintracht aus Frankfurt letztes Jahr, die leben dann auch lange in der Rückrunde und können wirklich eine sorgenfreie Saison spielen. Und ich glaube, darum geht es in Hannover momentan. So, auch wenn Hannover 96, wie er zu Recht sagt, kein typischer Aufsteiger ist, kein No-Name, kein absoluter Newcomer, aber ein Aufsteiger spielt in der Bundesliga, auch ein Hannover 96 als Aufsteiger spielt in der Bundesliga zunächst einmal gegen den Abstieg, und über die Punkte jetzt dürfen sie sich freuen, die haben sie schon mal liegen, kann ihnen keiner nehmen, aber die Ruhe, die sie ausstrahlen in ihrem Spiel, alle Tore bisher so erst in der zweiten Mitte der zweiten Halbzeit erzielt, unter anderem ist das ein Aspekt, der zeigt, dass diese Mannschaft stabilen Plan hat, stabil spielt. Darauf sollten Sie sich nicht ausruhen, das können Sie genießen, aber für Euphorie ist für meinen Begriff noch keine Zeit. Aber so ein bisschen das Herz merkt man immer noch bei dir, Martin. Ich meine, wir duzen uns schon seit ein paar Jahren, deswegen machen wir das auch hier in der Sendung. Wohnst du auch noch in Hannover, schlägt schon immer noch sehr intensiv mit. Ja, das kann man ja nicht abstreifen. Und zumal ja auch, wie gesagt, über die Hälfte der Mannschaft, also, was ich nicht nur persönlich kenne, sondern ja irgendwo auch mit Sinn und Verstand
geglaubten geholt zu haben, A, den Aufstieg zu realisieren, aber nicht eben dann nach einem Aufstieg direkt dann wieder alles neu machen zu müssen, sondern eben diese Harnicks und Sanés und Antons dieser Welt nicht nur zu holen oder auch zu halten, sondern sie einfach zu wissen, dass es Bundesligaspieler sind. Insofern freue ich mich, ich bin Nachbar von Martin Harnick, wird heute Abend oder morgen dann hat mit ihm getroffen. Ja, aber auch das ist kein Zufall. Also er hat immer nachgewiesen, dass er ein guter Stürmer ist. Ich werde mit ihm ein Bier trinken und ich freue mich einfach für die Spieler, dass sie das bestätigen, was sie eigentlich für eine Aufgabe hatten, nämlich Hannover in der Bundesliga zu halten. Martin Harnick, gebürtiger Hamburger, wollte auch gerne zurück, so wie man gehört hat, zum HSV. Da scheint der HSV vielleicht einen Fehler gemacht zu haben, ihn nicht zu holen. Ich würde jetzt ein Tor nicht als Beleg dafür nehmen, ob hätte man schon mehr getroffen. Also ja, natürlich, aber der HSV hat ja auch Stürmer, die schon Tore geschossen haben. Also das sind so Geschichten. Er kommt aus Hamburg und in diesem Derby schießt er ein Tor, wollte gerne nach Hamburg zurück und so. Das ist eine schöne Geschichte, aber jetzt das als Beleg zu nehmen, dass man ihn unbedingt hätte verpflichten müssen, ist vielleicht ein bisschen weit. Ich würde nur Martin den Tipp geben, wollt in der englischen Woche mit Harnick kein Bier trinken zu gehen, weil da wird der Trainer sicherlich was dagegen haben. Ja, und haben auch, und etwas, auch noch was, ja. Etwas weitere Fahrt vor sich in der englischen Woche. Da geht es doch nach Freiburg, ne? Nächste Woche, während der HSV kein so einfaches Heimspiel vor der Brust hat, nämlich gegen Borussia Dortmund. Lass uns ganz kurz über den HSV auch sprechen. Es begann sehr gut in der Saison mit 2 Siegen. Vielleicht kann Andreas auch ein bisschen was dazu sagen, weil du lebst ja auch in der Stadt Hamburg, gut beim anderen Verein, beim FC St. Pauli tätig. Jetzt kamen 2 Niederlagen nacheinander gegen Leipzig. Da kann man gegen verlieren, gegen den Champions-League-Teilnehmer. Jetzt in einem wichtigen Spiel gegen Hannover 96, wo man sich vielleicht auf Augenhöhe auch begegnet, wieder verloren. Ist so ein bisschen die Euphorie erstmal dahin beim HSV? Ja, ich glaube, man sollte sich an den Leistungen, an den Punkten orientieren. Und 6 Punkte in 4 Spielen sind ein Schnitt von 1,5 Punkten. Ich finde nicht, dass das so weit weg ist von dem, was auch dem Leistungsvermögen der Mannschaft, glaube ich, entspricht. Also ich glaube, das ist in dem Bereich, den man erwarten durfte. Zu dünn vielleicht die Spielerdecke? Es gibt einige Verletzungen. Van Drongelen, Bobby Wood ist kurzfristig ausgefallen, Philipp Kostic, Nikolai Müller schon seit Spieltag Nummer 1. Reicht das im Moment vom Spielermaterial her? Weil wir haben gehört, auch 15, 16 Spieler, Feldspieler gerade mal im Training. Jetzt die Verpflichtung des vereinslosen Sead Salihovic. Also ich glaube nicht, dass die Mannschaft oder dass der Kader zu dünn also zahlenmäßig besetzt ist. Man hat ja auch noch eine zweite Mannschaft und das schaffen ja auch andere Vereine, das auch aufzufüllen. Also richtig belegen kann man das erst am Ende der Saison, ob es dann zu wenig war. Aber jetzt in diesem Moment schon die große Panik aufkommen zu lassen, halte ich jetzt für verfrüht. Aber es gab ja schon auch so ein paar Stimmen, ne, in Hamburg, die sehr intensiv auch schon daherkamen, die da schon sagten, naja, ein bisschen mehr Engagement, ein bisschen mehr Transfers hätten uns vielleicht schon ganz gut gestanden. Ja, aber in der Vergangenheit hat man ja auch vielleicht den einen oder anderen Transfer zu viel gemacht. Und ich denke, dass man schon ganz bewusst gesagt hat, wir halten den Kader vielleicht eher ein bisschen schlanker, um auch die Zusammengehörigkeit ein bisschen zu festigen, dass man oder dass auch gerade die jungen Spieler nicht das Gefühl haben, dass jetzt sofort nachgelegt wird, wenn mal einer verletzt ist. Also ich glaube, man muss da auch mal ein bisschen ruhiger die Sache angehen. Man hat jetzt 6 Punkte. Es gibt keinen Grund, gab nach 2 Spielen keinen Grund, in Euphorie zu verfallen. Und jetzt auch, denke ich, ist kein Grund, da schon wieder in die Unruhe, so wie es war eigentlich gewünscht, ein bisschen mehr Ruhe zu haben in dieser Saison. Ich glaube, es gibt ja, die Hamburger haben auch mehr Punkte schon auf dem Konto als nach 10 Spieltagen, glaube ich, der vergangenen Saison. Also ist jetzt noch nicht der große Druck, da in Panik zu verfallen. Wir haben ein paar Daten vorbereitet von dieser Partie zwischen 96 und dem Hamburger Sportverein. Wir müssen sagen, in Durchgang 1, das war schon zäh von beiden Mannschaften. Durchgang 2 wurde es ein bisschen lebendiger. Das zeigen auch die Werte. Gut, 2-0 Tore. Das haben wir schon konkretisiert. Die Fehlpassquote, das war, fand ich schon sehr auffällig, gerade in Durchgang 1 bei beiden Mannschaften ziemlich hoch. Woran liegt das? Danke euch. Gute Frage. Seid ihr überrascht von der Frage oder wie? Das liegt zunächst einmal daran, dass beide Mannschaften eher behenden Spielaufbau hatten.
Der dann aber gleich wieder von einer auch sehr dicht zunächst einmal abwartend spielenden Mannschaft auch schnell unterbunden werden konnte. Und Fehlpässe sind immer halt auch Fehler. Das heißt, es wurde nicht entsprechend abgespielt. Oftmals standen auch die entsprechenden Mitspieler nicht in dem freien Raum, wo sie leicht anspielbar waren. Die beiden Mannschaften haben sich lange auf einem ziemlich mäßigen Niveau für ein Bundesligaspiel neutralisiert, bevor dann eigentlich das Spiel ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, gerade eben auch nach dem 1-0. Nachdem zunächst mal für meinen Geschmack der HSV eigentlich recht gut reagiert hat, am Endeffekt war das Spiel ein verdientes 2-0. Aber interessant zu beobachten, wir haben in so einer Vorberichterstattung Matthias Sammer gehört, der ja auch gesagt hat, naja, wir erleben schon viele Mannschaften, die gut und sehr gut gegen den Ball agieren können. Wirklich kompakt stehen, das beherzigen. Viele Mannschaften, nehmen wir mal die Bayern raus, die haben eine Fehlpassquote aus der vergangenen Saison von 12,5%. Das ist sehr wenig, haben natürlich auch viel mehr Ballbesitz. Es gibt wenige Mannschaften, die eben mit Ball Bayern, Borussia Dortmund einiges bewegen können. Haben wir genau das heute auch gesehen, dass eigentlich zwei Mannschaften gegeneinander gespielt haben, die sehr gut gegen den Ball sind, aber Probleme haben, mit dem Ball zu agieren? Ja, ich fand auch ja nicht so viel richtig kreative Spieler auf dem Platz, ne, muss man ja sagen. Und das ist vielleicht auch der Grund, weshalb man Salihovic verpflichtet hat. Er hat dann, als er eingewechselt wurde, auch noch neben den Standards so ein bisschen Esprit ins Spiel gebracht. Also von daher war jetzt, glaube ich, nicht zu erwarten, oder meine Erwartung war nicht unbedingt, dass das auch spielerisch ein Glanzlicht wird. Und so hat sich das Spiel auch gezeigt. Und am Anfang gab es viele Zweikämpfe. Mhm. Ich fand, es waren auch viele Situationen, wo versucht wurde, aus den Zweikämpfen mehr zu machen, als aus dem Foul eine gelbe Karte rauszuholen und so. Das hat dann auch so ein bisschen Hektik in das Spiel reingebracht und das auch so vielleicht ein bisschen unkonzentriert gemacht. Mhm. Halten wir fest, verdienter Erfolg Hannover 96, können wir da d'accord gehen? Klar. Ja, haben wir das Thema schon mal erledigt, das Freitagabendspiel. Hannover 96 gewinnt also gegen den HSV mit 2-0. Apropos Hannover 96, der Verein, der wird wohl von der 50-plus-1-Regel befreit werden, die da ja besagt, die Liga verhindert somit die Macht von Investoren, eben selbige komplett zu übernehmen. Da kommt möglicherweise etwas ins Rollen. David Bayer. Eigentlich könnte die Stimmung nicht besser sein bei Hannover 96. Aufstieg, erfolgreicher Saisonstart, alles gut. Eigentlich. Es brodelt am Maschsee. Und das liegt an Clubchef Martin Kind, an seinen Plänen, seinem Vorgehen und der grundsätzlichen Frage: Wem gehört ein Fußballverein? Kind sieht die 50-plus-1-Regel als Wettbewerbsnachteil und ist kurz davor, diesen zu beseitigen. 96-Fans rufen zum Stimmungsboykott. Kritiker werden lauter. Wenn er jetzt dabei geht und sagt, irgendwie bestimmte Menschen gehören nicht ins Stadion beispielsweise, dann hat er schlicht und ergreifend vergessen, dass die auch nur Eintritt bezahlt haben und dass die zum Beispiel auch mit dafür verantwortlich sind, dass im Stadion überhaupt Stimmung ist. Und ich glaube, in manchen Dingen liegt er einfach falsch und er hat eine Art zu kommunizieren, die ist keine. Zum Zweiten ist es so, dass Herr Kind an allen wichtigen Schaltstellen in Hannover sitzt, jeweils als Vorsitzender oder als Gesellschafter in dem Moment und sich diese ganzen Werte, die der Verein mal gehabt hat, sich selber oder den Investoren zugeschoben hat in dem Moment für günstiges Geld zulasten des Vereins. Und das finden wir halt in dem Moment einfach nicht in Ordnung. Das wird sehr schaden. Groß geschaden wird das. Und das geht nicht. Der Martin Kinn kann sich nicht das erlauben, was er will. Nur weil er reich ist, kann er nicht alles einfach wegnehmen. Plötzlich ist der Unmut da. Jetzt, wo Martin Kinn so kurz davor steht, sein Werk zu vollenden. Er kommt aus der Wirtschaft und handelt eben auch so, zugunsten des Vereins, sagt er, und ist damit nicht alleine. Über einen anderen Weg wie Martin Kind und diese 50-plus-1 wird es in Zukunft in Hannover nicht gehen, weil dann gehen wir hoch und runter, dann ist man vielleicht mal wieder dritte Liga. Ne, diese Gefahr muss man, und wenn man diese Sponsoren hat, dann muss man sie auch halten. Der Mann hat so viel gemacht für den Verein. Und ich denke mal, ohne Martin Kind wird es Hannover 96 gar nicht mehr geben in der ersten Liga. Der hat so viel für den Verein gemacht und ich unterstütze das auf jeden Fall. Aber die ganzen Bekloppten, die am Stadion sind, dann sollen sie wegbleiben. Diese Martin Kind rausrufe, das ist das allerletzte, das ist asozial, finde ich, was sie da singen. Es brodelt in Hannover. Den eigentlichen Protest gegen die Übernahme von Kind wird es wohl weiter zu sehen und zu hören geben. Beziehungsweise nicht zu hören, wenn der harte Kern der Hannover-Fans 96 die Unterstützung verweigert.
In diesem Beitrag haben wir gerade genau das gesehen, was wir im Stadion heute während der Partie zwischen Hannover 96 und dem HSV gehört haben. Pro und Contra Martin Kind, komplette Übernahme. Es wirkt so ein bisschen, dass, als wäre der Verein unter den Fans, Martin, ein bisschen zerrissen. Tut das dem Fußball gut? Tut das dem Verein gut, wenn es solche konträren Standpunkte gibt? Nein, weil jeder, egal wo er arbeitet, auch gerade im Fußball, natürlich irgendwie ein Stück weit harmoniebedürftig und harmoniesüchtig ist. Und wenn du Erfolg hast, möchtest du mit allen teilen und möchtest mit allen feiern. Wenn ein paar aus Prinzip dagegen sind, nur aus des Prinzips Willens, dann kannst du auf lange Sicht keinen Erfolg haben. Und ich habe das erlebt, als 96 abgestiegen ist, wo auch eine große Frustration war. Und das Wichtigste war, neben der Zusammenstellung einer Mannschaft, um erfolgreich Fußball zu spielen, ist, du musst die Fans hinter dich bringen, denn es werden Täler kommen. Und es wird einfach einer der größten Vorteile von erfolgreichen Vereinen ist die Fanunterstützung. Und wenn man die im Prinzip nicht hinter sich bekommt, weil man entweder schlecht kommuniziert hat oder weil man nicht das klar dargestellt hat, wofür man es gemacht hat, dann wird auf lange Sicht, dann ist es richtig schade für 96, dass sie das nicht gemeinsam genießen können, wo sie jetzt gerade stehen. Denn die Spieler gehen nach Hause und haben ein komisches Gefühl. Und die Fans gehen nach Hause, haben auch ein komisches Gefühl. Und das kann auf lange Sicht nicht erfolgreich sein. Martin Kind hat sich ja dazu geäußert. Er hat gesagt, sie sollen die Mannschaft unterstützen. Das ist deren Job. Wenn sie Politik treiben wollen, können sie es außerhalb des Platzes machen. Zitat Fortführung, Zitat Ende. Und Andreas Rettig schüttelt den Kopf. Ja, ich schätze Herrn Kind als Unternehmer. Aber ich finde, er macht es sich zu einfach, weil die Bundesliga-Vereine sind eben nur von den Umsatzgrößen her Wirtschaftsunternehmen. Und da ist die G&V wie ein Wirtschaftsunternehmen zu führen und die Bilanz zu erstellen. Aber ein Fußballclub ist eben halt etwas anderes als ein Wirtschaftsunternehmen. Und ich finde, dass Herr Kind nur den wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekt in den Vordergrund rückt. 50+1 ist eine sportpolitische Aussage und keine rechtliche oder wirtschaftliche. Und es hat einen Grund gehabt, dass man am Ende 50+1 eingeführt hat. Und wenn man in die Anfänge der Bundesliga zurückgeht, 1963, ja, da gab es 16 EVs. Um die Eingangsfrage zu beantworten, wem gehört der Fußball? Den Mitgliedern und den Fans. Ja? Die waren nämlich Mitglieder geführt. Und das hat sich verschoben im Laufe der Zeit von 16 mal EV, 100% Mitgliederbestimmung, zu eben halt nur noch 3-mal oder 4-mal EV, je nachdem, wie viele Bundesligisten in der Bundesliga sind. Und es wurden eben halt Gesellschaftsanteile verkauft in den einzelnen Vereinen. Das heißt, es verschiebt sich und somit verschiebt sich auch der Blickwinkel und die Interessenlage. Ja? Es ist eben nicht mehr nur das Mitglied, was sich quasi zugehörig fühlt, sondern es sind auch jetzt Wirtschaftsunternehmen, Sponsoren oder Partner dabei, die Anteile gekauft haben. Das muss man berücksichtigen, fairerweise. Aber der Bereich des Fußballs ist etwas anderes. Ein kleines abschließendes Beispiel dazu. Gerne. Im Wirtschaftsunternehmen streben sie an eine Monopolstellung. Sie wollen so viel wie möglich Marktanteile haben. Das heißt, dass sie einen Verdrängungswettbewerb haben in dem Bereich. Das geht im Profifußball nicht. Ja, wen wollen sie da verdrängen? Da müssen sie Wettbewerber haben, sonst können sie kein Fußball spielen. Mhm. Wo war Hannover 96 am 27. September 1997? Als Kind begonnen hat? Dritte Liga. Dritte Liga, Regionalliga und geschäftlich, weil es eben betont wurde, vor der Insolvenz. Also so viel falsch gemacht worden ist unter der Führung von Martin Kind in den letzten 20 Jahren in Hannover 96 offensichtlich nicht. Wenn man aber unter Berücksichtigung der 50+1-Regel sieht. Da gab es die 50+1 doch auch. In dem Rahmen hat er sich ja bewegt. Das war doch in Ordnung. Sagt in dem Rahmen was. Hat er sich bewegt und er hat 2011 bei der DFL/DFB dafür gesorgt, dass es Ausnahmeregelungen gibt, um andere Ausnahmeregelungen, die es schon bestand, nämlich Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg, zu egalisieren etwas. Und wir haben die Lex 50+1 Ausnahmeregelung für Einzelpersonen, haben wir ja schon in Hoffenheim, wo das durch Dietmar Hopps Gestaltung und auch lange Mitarbeit und lange Führung auch schon genehmigt worden ist. Das heißt, Martin Kind beansprucht im Moment ein Recht der Regularien für sich, das es an anderen Stellen in der Bundesliga schon gibt. Ja, aber Herr Martin Kind hat 2011 nicht für die Ausnahmegenehmigung gesorgt, sondern er hat die sogenannte Stichtagsregelung gekippt. Ja? Das war der von dem Schiedsgericht anerkannte und zu Recht, finde ich, da war Herr Kind im Recht, finde ich auch. Das war eine willkürliche Grenze, 1.1.99. Aber er hat ja nicht 50+1 dem Grunde nach in Frage gestellt, auch wenn das sein ursprüngliches Ansinnen war. Aber er hat sich ja in dem Schiedsgerichtsverfahren
am Ende darauf beschränkt zu sagen, jawohl, ich akzeptiere 50+1, aber es kann nicht sein, dass Vereine vor dem 1.1.99, Leverkusen und Wolfsburg, besser gestellt werden als Vereine danach. Das ist der Sieg vor dem Schiedsgericht quasi gewesen, den er zu vertreten hat, zu Recht, sage ich nochmals. Aber da ist auch nichts gegen einzuwenden. Es geht ja auch nicht darum, in einer Ausnahmegenehmigung, wenn alle, und das sage ich ganz bewusst, wenn alle Parameter erfüllt sind, die die DFL und die Mitglieder, ja auch die 36 Profiklubs, sich gegeben haben, nämlich eine ununterbrochene 20-jährige Förderung in erheblichem Umfang. Wie es Herr Hopp im Übrigen gemacht hat, da gab es überhaupt keine Diskussion. Der hat diese Kriterien erfüllt. Ob Herr Kind die erfüllt, wissen wir alle nicht hier, weil wir haben keinen Einblick in die 20-jährige Unterstützungsaktivitäten von Herrn Kind. Ich habe sie nicht, ich weiß nicht, wer sie hat. Und darauf bin ich mal gespannt, wie die DFL darin entscheidet. Wir wollen das gleich weiter vertiefen, Martin, Jörg, Richard. Ich würde auch die Fans noch mal mit reinholen. Wir sind ja sehr sportpolitisch geworden und versuchen das ein bisschen aufzudröseln, was überhaupt dann letztendlich 50+1 ja auch in der Konsequenz bei Hannover 96 bedeutet. Was es bedeutet, wenn sich die engagiertesten Fans vom Club abwenden, welchen Schaden es nehmen könnte. Darüber wollen wir gleich noch mal sprechen hier beim Kicker TV Talk. Nach einer ganz kurzen Unterbrechung sind wir wieder da. Bundesliga live bei Eurosport. Über wem gehört der Fußball? Und wir sprechen auch noch im Verlauf unserer Sendung über die Bayern und über weitere Partien an diesem Fußballwochenende. Martin, du warst ja längere Zeit bei Hannover 96, hast mitbekommen, was Martin Kind ja auch vorhat und schon gemacht hat bei Hannover 96. Aus deiner Sicht, hat man genug getan, um die Fans von diesem ganzen Projekt zu überzeugen, mitzunehmen? Also grundsätzlich muss man, wenn man Entscheidungen trifft, natürlich hinter seinen Entscheidungen stehen und die natürlich nicht nur kommunizieren, sondern versuchen, die Leute mitzunehmen. Und wenn sie nicht mitgenommen werden wollen, dann muss man trotzdem die Entscheidung durchziehen. Und es ist ja nicht so, dass es jetzt was Neues ist, es ist ja nicht vom Himmel gefallen. Das war von vornherein klar, dass Martin Kind nach 20 Jahren und 2018 die restlichen Anteile übernimmt. Das heißt, der Antrag ist gestellt worden. Ob es am Ende durchgeht, wird dann der Liga-Vorstand entscheiden. Aber die Tatsache, dass das beabsichtigt ist und dass das im Prinzip die Abrundung seines Engagements ist über die letzten 20 Jahre, ist jedem klar gewesen. Entweder hat es früher niemand interessiert oder es hat keiner verstanden oder es war wirklich keinem ein Problem. Man hat aus meiner Meinung nach in der jetzigen Phase einfach es versäumt, die Leute so mitzunehmen, dass sie das Gefühl haben, sie werden wertgeschätzt. Und ich glaube, dass Hannover 96 unheimlich viele Dinge vereinnahmt. Sie sind wirtschaftlich herausragend aufgestellt, haben eine WM-Arena und sie sind trotzdem ein Traditionsverein. Sie sind über 100 Jahre alt und sie haben Erfolge in der Vergangenheit gefeiert. Also diese Kombination wäre ich die ideal als klassisches Wirtschaftsunternehmen, als Fußballverein, als Traditionsverein, diese beiden Dinge miteinander zu vereinen. Und es ist nicht schwierig, Fans davon zu überzeugen, dass der Weg richtig ist. Wenn du ihnen das Gefühl gibst, nimm sie mit. Und ich glaube, dass das einfach ein Stück weit versäumt wurde, denn es ist nichts Neues. Und die Fußballkultur, die Fankultur darf man nicht unterschätzen. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Pfund, nicht nur für 96, sondern für den Fußball generell. Und ich sage nochmal, die Beispiele, gerade international, man kann jetzt denken, wie man will, was in London passiert ist. Wir haben eingangs darüber diskutiert beim 1. FC Köln. Aber faktisch, dass 20.000 Kölner ihre Mannschaft mitbegleiten, das ist international einzigartig. Wir sprechen nachher auch über englische Fans. Ganz kurz, Jörg, wir nehmen ganz kurz Richard mit rein. Richard, dass das Martin Bader gesagt hat, nachvollziehbar. Heute war im Stadion auch viele Pfiffe, viele Stimmen auch zu hören gegen die Ultras, gegen möglicherweise einige Gruppierungen der Ultras, die ja auch wichtig sind für den Verein. Was würde es dann für einen Schaden bedeuten, wenn sich die stimmungsvollsten, die engagiertesten Fans vom Verein abwenden? Also ich habe auch 2 Jahre in Hannover als Spieler miterlebt und kann das so ein bisschen einschätzen. Und ich fand, man kann auch in dem Vorbericht so ein bisschen das rausfühlen, dass es da auch ganz viel um Emotionen geht, aber dass die Leute sich nicht wertgeschätzt fühlen und nicht mitgenommen werden. Und dann werden auch so ein bisschen Halbwahrheiten irgendwie in den Raum gestellt, weil ich glaube nicht, dass Martin Kind zum Beispiel bis jetzt sehr viel Geld mit Hannover 96 verdient hat und das auch nicht unbedingt sein Ziel ist.
Und dann werden eben auch so Verdienste aus der Vergangenheit, die fallen dann völlig weg. Also Tatsache ist ja wirklich, dass es den Verein wahrscheinlich in der Form jetzt nicht geben würde, wenn Martin Kind 97 nicht eingesprungen wäre. Und dann gibt es ja auch innerhalb der Fans ganz, ganz viele verschiedene Fraktionen. Also die Ultras, die sich ja gerne als die Verteidiger der Fußballwerte sehen, die muss man ja auch differenziert betrachten. Und innerhalb der Fanszene in Hannover gibt es halt große Differenzen. Also es gibt eigentlich sehr viele verschiedene Themen, die die ganze Sache sehr, sehr komplex machen und das einfach auch echt schwer machen, das einzuschätzen. Mhm. Jörg? Es ist unbestritten, dass jeder Vereine kann man sie gar nicht mehr nennen, wir nennen sie Clubs, oder weil es eigentlich in der Mehrheit heutzutage schon Kapitalgesellschaften sind in der Bundesliga, also dass die Clubs ihre Fans mitnehmen müssen, das ist ja unbestritten, und dass die Fankultur auch in ihren friedlichen Facetten geschützt werden muss, ist auch klar. Es bedarf immer wieder Diskussion. Dass Martin Kind ein besonderes Problem hat jetzt in diesen Tagen, wo es gerade um diese Umstrukturierung im Club geht. Es ist auch zu erwarten gewesen, weil er sich schon sehr oft in der Vergangenheit bei anderen Anlässen frontal gegen die Ultras gestellt hat. Das muss man da mit einbeziehen. Aber lassen Sie uns doch bitte über das Thema 50+1 und Investoren reden. Und da ist es doch in der Tat so, dass das, soweit ich es verstehe und gelesen habe und Einblick habe, doch in Hannover eben nicht geplant ist, dass jetzt den Heustrecken Tür und Tor geöffnet wird, sondern dass es dort Modalitäten gibt, die auch vorsehen, dass wenn Herr Kind, der wird sie nicht alle übernehmen, sondern Anteile 50+1 dann übernimmt, oder auch zwei, ja, mehr als der Club, dass wenn sie diese Anteile wieder veräußert werden, an eine GmbH zurückfließen müssen, wo der Club dann wieder eine Kontrolle hat. Also es gibt schon geschäftliche und juristische Modalitäten, um so etwas so zu gestalten, dass wir jetzt nicht den Untergang des Abendlandes in Hannover erwarten müssen. Aber ich würde gerne mal mehr auf das Generelle, auf den Erhalt von 50+1 eingehen wollen, weil das ist eine zentrale Frage, finde ich, die es ausmacht. Und ungeachtet dessen, ob Herr Kind Verdienste hat, ob er zu Recht, das sollen dann am Ende die entscheiden, die darüber zu befinden haben, nämlich der Liga-Vorstand. Und ich habe es eben schon mal gesagt, auch wenn ich ein Fragezeichen habe, ob das richtige Gremium ist, ob es nicht besser wäre, eine neutrale Instanz, die außerhalb des Liga-Verbandes ist. Ich meine, dass ein Vertreter von Eintracht Braunschweig im Vorstand darüber befindet, ob Herr Kind am Ende den Club übernehmen darf, da muss man schon drüber schmunzeln. Aber 50+1 ist deshalb wichtig in der Frage, weil was würde denn passieren, wenn wir am Ende privatisieren? Also das heißt, wenn 50+1 morgen wegfällt und die Clubs alle privatisiert werden, dann haben wir folgendes Problem. Wir haben 1,3 Millionen Mitglieder, die in 36 Profiklubs dabei sind und Mitgliedsbeitragszahlen von 75 Euro im Jahr. Das sind 100 Millionen Euro im Jahr Mitgliedsbeitrag. Das machen die meisten aus der Motivation heraus, der Mitbestimmung und Teilhabe, weil sie mit ihrem Mitgliedsbeitrag das Gefühl haben, das ist ein Stück von meinem Club. Ich kann Identifikation, ich habe Teilhabe, ich kann mitbestimmen und die Geschicke des Vereins mit beeinflussen. Wenn das alles privatisiert wird, fehlt mir der Glaube, warum am Ende noch dieses Vereinswesen wird in sich zusammenbrechen, mit der Konsequenz, dass wir auch negative Auswirkungen aufs Ehrenamt haben. Warum soll jemand sich ehrenamtlich für einen Verein engagieren, der einem Investor gehört? Fragezeichen. Es wird Auswirkungen haben auf die Politik. Die Politik wird sagen, warum sollen wir ein privates Wirtschaftsunternehmen von Herrn Kind oder von Herrn X weiterhin unterstützen? Warum sollen wir Gelder wie bei der WM 2006 3 Milliarden Euro in Infrastruktur, in Stadien investieren, wenn der Fußball nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft steht, wenn er am Ende einer Privatperson gehört? Warum sollte das passieren? Das heißt, wir gefährden die Gemeinnützigkeit, das gesamte Konstrukt auch des Vereins. Lebens. Ich mache da mal ein Fragezeichen, ob das ein kluger Schachzug ist. Und das Problem bei der ganzen Sache ist, wenn Sie einmal die Anteile verkauft haben, Sie können sie nicht mehr zurückholen. Ja? Das ist eine endgültige Entscheidung, die ist unwiderruflich. Sehen Sie die Gefahr auch, dass sich dann genau diese Mitglieder, die Ehrenamtlichen, zurückziehen und sagen, also Identifikation mit diesem Verein, der gerade übernommen worden ist, von wem auch immer, sehe ich jetzt ziemlich schwach? Na gut, aber die Konstruktion in Hannover ist eine andere. Also es ist schon so, dass der Breitensport extrem gefördert wird. Wir bauen jetzt wieder ein Gebäude. Aber, Martin, das heißt aber insgesamt sagen 18.000 Mitglieder sind genau, organisiert bei 96. Aber insgesamt sagen ja viele, die 50+1-Regel wird über kurz oder lang fallen. Und dann sind wir ja genau bei dem Punkt, den Andreas Rettig gerade gesagt hat, oder bei den Gefahren, die entstehen könnten, dass sich eben die Mitglieder, die Ehrenamtlichen, die 50+1-Regel wird nur dann fallen, wenn sie jemand abschafft und wenn jemand dagegen klagt. Und momentan hat sich noch keiner dran getraut.
an diese Regelung zu klagen. Und deswegen sollte man sie festhalten. Deswegen sage ich ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zum Thema, was wollen wir denn immer? Also ich muss ehrlich sein, dieses ganze Geschwafel immer von Erhöhung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Warum? Damit Bayern München für 500 Millionen Euro Herrn Neymar dann kaufen kann? Oder warum? Wir haben abzuwägen, und das ist deswegen, sage ich, deswegen prallen am Ende auch zwei Sichtweisen. Ich weiß nicht, was richtig und was falsch ist, aber es prallen zwei Sichtweisen aufeinander. Auf der einen Seite die Erhöhung der Wirtschaft, der internationalen oder nationalen Wettbewerbsfähigkeit. Und hier liegt die gesellschaftliche Verantwortung. Denn Fußball ist mehr als ein Wirtschaftsunternehmen. Und das müssen wir überlegen, welche Sache schlägt besser aus. Und da gibt es am Ende die, die sagen, okay, ich sehe das nur wirtschaftlich, möchte nur zum Preis des Gewinns eines internationalen Titels, gebe ich alles auf im Verein. Wenn das gewollt ist, okay. Stück für Stück, sehr komplexes Thema. Aber ich habe Andreas Rettig eben schon so verstanden, dass er das gesamtgesellschaftlich und auch sportpolitisch meint, dass eben nicht nur bei Hannover dann die Ehrenamtlichen möglicherweise weglaufen, sondern insgesamt in Zukunft. Also wenn man so argumentiert und das so durchdenkt, dann müssten eigentlich heute schon ganz viele Amateurvereine aufhören und die Politik an manchen Stellen aufhören, den Profisport zu unterstützen, weil über die Summen, über die wir gerade reden, in Europa und bei den Top-Bundesligisten, da hat sich der Fußball schon so weit entfernt, dass man an der Basis durchaus schon mal dann aufhören könnte, wenn man so argumentieren wollte und dieses Gefühl hätte. Es geht doch darum, und da bin ich eben, da schwafel ich jetzt gerne in Ihren Augen, ich bin überzeugt davon, dass die 50-plus-1-Regel fallen wird, realpolitisch auch fallen muss, weil anders ein besserer, ausgeglichenerer Wettbewerb in der Bundesliga nicht gestaltbar ist und die internationale Wettbewerbsfähigkeit muss man einfach auch ins Kalkül nehmen, wenn ich darüber nachdenke. Es geht darum, für die Bundesliga 50-plus-1 so zu gestalten, dass ich gleiche Fehler nicht wiederhole, die England gemacht hat, die vielleicht in Italien gemacht wurden, die jetzt in Frankreich gemacht werden, aber so mit verschiedenen Ausnahmeregelungen und einer Bundesliga, wo auch die und auch zwischen erster und zweiter Liga auch ihr Thema, die Schere immer größer wird. So können wir nicht weitermachen. Und ich bin überzeugt auch davon, bin gleich fertig, dass eben 50-plus-1 dann schlecht gestaltet wird in Deutschland, wenn der Erste kommt und klagt und vor EU-Recht Recht bekommt. Die Bundesliga, und das heißt die 36 Profivereine, müssen selbst jetzt eine Lösung finden, wie sie das umgestalten. Das wäre der beste Weg und wir Deutschland vernünftige Lösungen finden. Ja, aber ich finde, dass wir keine so schlechte Situation haben. Wir sind mit 50-plus-1, sind wir die wirtschaftlich gesündeste Liga. Wir sind mit 50-plus-1 nebenbei Weltmeister geworden. Wir haben mit 50-plus-1 zufällig den höchsten Zuschauerschnitt in den Stadien. Ich erkenne nicht, warum wir auf die Insel schauen müssen, die 2 Milliarden Euro im Jahr mehr einsetzen und am Ende in der 5-Jahres-Wertung trotzdem weniger Punkte holen. Erklären Sie mir mal, wer soll denn außer Bayern München Meister werden, wenn morgen der Investor kommt? Wer soll das werden? Es gibt einige Bundesligisten, Sie haben eben, Martin Bader hat eben erzählt, wie viele Faktoren ein Verein, der solide ist, ausmachen als Marke. Ich glaube auch der FC St. Pauli ist schon eine Marke, der für den einen oder anderen Investor interessant sein könnte, wenn denn sich die Mitglieder oder die Vereinsführung jetzt dazu entscheiden würde. Es gibt auch neben dem FC Bayern und Borussia Dortmund auch Vereine, die in Deutschland attraktiv sind. Wenn der Fußball, und davon, das glaube ich, davon bin ich überzeugt, weil der Fußball sich entsprechend verändert hat und weiterentwickeln wird, nicht immer aber so welchen Preis her? Dann braucht der Fußball neue Gesellschafter, um dort frisches Geld reinzubringen. Das muss nicht immer der völlig unüberlegte, ganz einfache Schnellschuss sein. Es gibt Investoren, es gibt Interessengruppen, es gibt Finanziers, beispielsweise aus Nordamerika, die sich im Sportgeschäft auskennen, die sehr oft den Sportbetrieb in Ruhe lassen, an den entscheidenden Stellen aber mitwirken. Und ich finde, und nochmal, ich bin überzeugt davon, dass der deutsche Fußball eine eigene Lösung braucht, mit Kontrollmechanismen, da gibt es verschiedene Formen. Ja, wer soll dann kontrollieren, wenn der Investor übernommen hat, gibt es keine Kontrollinstanz mehr. Jakob, das muss man noch mal einsehen. Wenn der Investor den Club gekauft hat, wer soll ihn dann noch kontrollieren? Das ist sein Baby. Wer soll ihn dann noch kontrollieren? Das ist ja das Typische des Vereinswesens, dass sie genau damit auch eine Kontrollinstanz haben, dass sich jemand auch als Vorstand vor einer Mitgliederversammlung rechtfertigen muss. Das ist genau das, warum wir am Ende auch da stehen, zum Glück da, wo wir jetzt stehen. Also wissen doch auch, trotzdem ist es natürlich schon so, dass eine professionelle Entwicklung eines Vereines nicht grundsätzlich schädlich ist. Und es gibt viele FHs, die natürlich, und es gibt gar nicht so lange her, dass Mitgliederversammlungen auch wirklich so gelaufen sind, dass der die beste Rede gehabt hat, wurde Präsident und wurde dann letztendlich auch Vorsitzender. Aber Martin, die erfolgreichsten Clubs sind EVs. Das ist Bayern München, ja, der ist der erfolgreichste Verein. Barcelona, Real Madrid, das sind alles EVs. Ich will das ja nicht negieren, ich will nur sagen, aber grundsätzlich ist es nicht so, dass nicht auch Vereine, die als Kapitalgesellschaft oder Investoren holen, grundsätzlich ihren Job nicht gut machen können. Nein,
das sage ich ja nicht. Deswegen glaube ich, dass diese 50 plus 1 momentan wie so eine Glocke über allen Fußballfans hängt und erstmal so als dieses Schreckensszenario gesehen wird, wenn es abgeschafft wird. Ich glaube, wenn du es differenzierst, erklärst, dass es nicht zwingend zum Nachteil eines Vereines sein muss, wenn die, da bin ich absolut bei Ihnen, wenn die Parameter von vornherein festgelegt werden, und deswegen hat man ja versucht, mit den 20 Jahren irgendwo eine Logik herbeizuführen, zu sagen, wenn jemand 20 Jahre bei einem Verein ist, warum soll der dann im 21. Jahr das an einen Amerikaner verkaufen? Ich glaube trotzdem, dass wir den Leuten die Sorge nehmen müssen, dass wenn diese Kommerzialisierung, die jetzt momentan über allen hängt, dass das das Tod des Fußballs ist. Und wir haben jetzt diese, wenn eine chinesische U20 spielt, wenn wir Helene Fischer singen lassen, wenn wir den Leuten das Gefühl geben, ich kann mir einen Verein einfach so kaufen, dann müssen wir höllisch aufpassen, dass das, was uns immer stark gemacht hat in Deutschland, in der Fußball-Bundesliga, dass wir die modernsten Stadien haben, dass wir gute Gehälter bezahlt haben und dass wir eine herausragende Fankultur haben, dass es weiter Bestand hat. Aber es ist eine naive Vorstellung zu glauben, wenn morgen die Investoren kommen, dass am Ende dann der Wettbewerb deutlich besser wird. Wo? Weil am Ende die werthaltigen Clubs, die sowieso erfolgreich sind, werden am Ende auch mehr Investorengelder bekommen, als die weniger werthaltig sind. Das heißt, wir heben das ganze Thema um 30 oder 40 oder 50 Millionen hoch und trotzdem wird es am Ende bei den Differenzen bleiben. Warum sollte jemand bei Darmstadt 98 mehr Geld investieren als Investor als bei Eintracht Frankfurt? Da fehlt mir die Fantasie, das zu verstehen. Wir wollen das gleich mal fortsetzen. Ich habe schon, wirklich geahnt, schon vor der Sendung gesagt, eigentlich brauchen mich die Herren nicht als Moderator. Ich bin eigentlich nur dafür da, mal ganz kurz in die Werbung abzugeben. Denn gleich kann ich euch versprechen, fliegen hier die Schweine. Warum das so ist, nach einer ganz kurzen Unterbrechung. Zurück beim Kicker TV Talk, liebe Zuschauer. Ich habe Ihnen ja fliegende Schweine versprochen. Also hier ist gerade während der Werbe, jetzt musst du lachen, ja. Hier ist gerade während der Werbeunterbrechung ist die Diskussion hier fast weggeflogen. Und hier sind sie im Übrigen. Und zwar das Spiel der Traditionsclubs in England, Charlton Athletic in Coventry City, musste vor einem Jahr unterbrochen werden, weil Fans beider Clubs mit Massen von kleinen Plastikschweinen gegen ihre verhassten Eigner protestierten. Es gibt im Übrigen viele Beispiele. Und noch ein sehr prominentes, zum Beispiel Nottingham Forest geriet in Skandale und auch in einen Abwärtsstrudel. Inzwischen hat ein griechischer Reeder übernommen, Richard. Wenn du solche Bilder siehst, dass Fans dann eben genau gegen ihre Eigner protestieren, auf im Nachhinein lustige Art und Weise. Ja, es ist ja keiner zu Schaden gekommen. Ich hoffe, den Schweinchen geht es auch gut. Wie kommt das bei dir an? Ja, das zeigt natürlich schon, dass man eben auch nicht alles mit den Fans machen kann, dass sie eben wahrscheinlich an dem Punkt sind, wo sie das Gefühl haben, völlig machtlos zu sein und dann aber auf so eine kreative Art und Weise zur Schau stellen. Also in anderen Fällen läuft es dann vielleicht ein bisschen gewalttätiger ab. Also ich denke schon, dass England ein ganz gutes Beispiel ist, vielleicht eine Entwicklung sich anzuschauen, die so ein bisschen vorweggenommen ist, was uns dann möglicherweise auch blühen könnte. Man hört immer wieder davon, dass sich das in England auch, dass die Stimmung sich verändert hat, weil die Preise gestiegen sind und so diese typische Fankultur ein bisschen ausstirbt, weil sich das kaum noch jemand leisten kann. Es gibt so einen Fantourismus nach Deutschland zum Beispiel, wo Leute aus England zum anderen Hamburger Sportverein fliegen. Kannst du den Namen nennen? Ich habe ihn vergessen, aber weil es einfach viel günstiger ist, mit EasyJet dahin zu fliegen, noch 98 Bier zu trinken und trotzdem noch günstiger mit einer Karte dann nach Hause zu fliegen. Also das sind so Sachen, die muss man schon im Kopf haben und die spielen dann vielleicht eine Rolle, wenn man dann besonders schlau und kreativ ist, eine Lösung zu finden, um das in Deutschland nicht hinzukriegen. Aber oder eben, damit sich das in Deutschland nicht so entwickelt. Bloß ich kann mir das schwer vorstellen, dass man so ein Konstrukt nur für Deutschland schaffen kann, weil wir bewegen uns halt in Europa in einem großen Markt und ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann für Deutschland eine Lösung findet, die dann ganz anders ist als in anderen Ländern. Also. Jörg, wir waren beim Du schon längere Zeit, großer englischer Fußballfan, muss man sagen, kennt sich da auch sehr gut aus, bist häufiger auch auf der Insel. Das haben wir gestern in der Europa League erlebt, der Guardian hat es gelobt, der erste FC Köln mit 20.000 Fans einen bis zum Stadion sehr friedlichen Gang und sehr einen stimmungsvollen Gang betrieben. Und Richard hat es gerade angesprochen, hat sich die Stimmung denn in den englischen Stadien so verändert, wie beschrieben?
Oder leben wir da manchmal auch ein bisschen zu engstirnig und es ist gar nicht so? Also jetzt mal unabhängig von gestern Abend, die differenziert arbeiten in englischen Zeitungen, auch viele Fans schreiben davon, so eine solche Stimmung haben sie lange nicht mehr erlebt. Begleiterscheinung war natürlich schlecht am Anfang, gar keine Frage. Aber natürlich ist es so, dass ich über die letzten Jahre, gerade seitdem es die Premier League gibt, die Stimmung in den Stadien verschlechtert hat. Das hat damit zu tun, dass die Preise gewaltig nach oben gestiegen sind. Damit wurden viele junge Leute, aber auch bestimmte Gruppen aus dem Stadion ausgeschlossen. Die bestimmten Gruppen waren zum Teil auch eben die Hooligans, die gerade in den Jahrzehnten davor für leere Stadien gesorgt haben und für Angst und Schrecken. Die Stadionpreise, Eintrittspreise sind ein großes Thema bei den Fans, die das eben dann aber auch den eben falschen Investoren ankreiden, dass das so geschehen ist. Das heißt, die Stadien sind gut ausgelastet, die Dauerkarten werden so praktisch vererbt oder sie werden 40 Jahre lang mitgenommen. Du hast kein junges Publikum mehr da, du hast sehr, sehr viele Touristen, weil aus Asien, aus Nordeuropa, Skandinavien, auch aus Deutschland kommen viele, die sich die Premier League anschauen wollen. Da hat sich schon vieles verändert in der Fankultur, aber es ist eben nicht auch so, wie es in Deutschland manchmal gerne dargestellt wird, nach dem Motto, bei uns ist alles so super toll. Also es gibt schon noch Stadien in England, da geht die Post ab und es liegt auch vor allen Dingen daran, welche Spiele es sind. Was man feststellen kann, gerade auch an Orten wie Liverpool oder Manchester, wenn der Champions League oder Europa League spielen, bei Flutlichtspielen ist die Stimmung deutlich besser. Warum? Weil die Touristen da nicht da sind und mehr Einheimische an Karten kommen. Das alles sind natürlich Dinge, die in Deutschland keiner möchte. Aber es gibt auch einen Gegentrend in England, der wichtig ist, der übrigens auch ein bisschen was mit Deutschland zu tun hat. Edin Rajic, ein deutscher Investor, hat den Drittligisten Bradford City übernommen und hat dort die Eintrittspreise eingefroren. Dort kannst du Dann hat er sein Versprechen wahrgemacht, für billiges Geld dritte Liga schauen und möglicherweise auch aufsteigen. Er hat das Field, der Owner, dort wo David Wagner Trainer ist, Aufsteiger, hat ihnen versprochen, wenn wir aufsteigen, will ich die Preise nicht annehmen. Er hat die Preise nicht angehoben. Liverpool-Fans haben Chillett und Hicks vertrieben, Eigentümer aus Liverpool, amerikanische Eigentümer, weil sie gemerkt haben, die fahren den Verein an die Wand. Dort ist jetzt die Fenway Sports Group aktiv, die völlig anders und ganz professionell herangeht und im sportlichen Bereich den Leuten ganz offensichtlich sehr, sehr viel Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten lässt. Also, man muss alle Sachen, alle Dinge von zwei Seiten betrachten. Klar ist, dass in England ganz viel falsch gelaufen ist, weil eben auch all diese Mechanismen der Kontrolle gar nicht gegriffen haben, weil sich die Premier League ein Kehricht darum geschert hat, was die FA an Bestimmungen hatte. Und das eben, das meine ich. Das sind Dinge, die man in Deutschland verbessern kann, wenn man sich weiterentwickeln will, weil man sich im Fußball, in der Kommerzialisierung mit weiterentwickeln muss. Kann man davon lernen? Also von den Engländern? Ich erkenne nichts, was wir von den Engländern lernen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Man merkt ja, dass, wie es gerade Herr Jakob ja richtig sagt, dass die Engländer ja wieder umdenken, ja, dass sie mittlerweile darüber nachdenken, auch wieder Stehplätze einzuführen, dass sie am Ende über die Ticketpreise nachdenken. Das sind ja alles Dinge, die bei uns gelebt und gelernt sind, ja, dass sie uns nachgeeifert haben, was die Nachwuchsleistungszentren angeht. Ja. Und wenn ich sehe, dass wir am Ende dem vermehrten Kapitaleinsatz auf der Insel, was stellen wir dem gegenüber? Ja? Eine Top-Trainerausbildung, ja? Nachwuchsleistungszentren, ein gutes Lizenzierungsverfahren, dass wir eine wirtschaftliche Vernunft appellieren. Ich finde Managementqualitäten, ich habe viel mehr Sorge, ja, als die Frage, ob ein Spieler X oder Y wechselt, dass das Know-how von uns weggekauft wird. Ja? Also wenn am Ende unsere Trainer, wie diese Klopps und wie sie alle heißen, oder die Ernährungsberater und die Mediziner und so, wenn die am Ende noch dem Lockruf des Geldes alles folgen, glaube ich, dann kriegen wir ein Problem, wenn dieser Vorteil, den wir am Ende des Mehrkapitals durch Know-how wettmachen, wenn der uns wegbricht, ja, und wenn dann eben halt diese Eberls und Reschke und Schmattkes weggeholt werden. Und Rettichs vielleicht? Ja, spielt ja keine Rolle. Aber das ist ein viel größeres Problem, weil das, ich sag mal, wirklich an die Grundfeste unserer Strategien gehen würde. Wir wollen mal europäisch gucken, welcher Verein eigentlich in Investorenhand ist. Da hätten wir zum Beispiel Paris Saint-Germain, Qatar Sports Investments, Manchester United, Glazer, Chelsea, Abramovic, wobei man sagen muss, Roman Abramovic macht das schon sehr, sehr lange bei den Blues und auch nicht so unerfolgreich, auch wenn er hier und da mal ein paar Trainerwechsel getätigt hat. Dann die AS Monaco, AC Mailand und so weiter und so fort. Man City, Arsenal, Spurs, Leicester. In England ist das mehr oder weniger gang und gäbe. Also wir sehen so das Who is Who. Viele davon spielen in der Champions League. Arsenal hat das jetzt erstmals unter Wenger mal nicht erreicht, die Champions League-Gruppenphase. Was halten Sie von dem Argument, Richard Golz, dass die Bundesliga ohne Investoren international nicht mehr
wettbewerbsfähig sein wird? Also grundsätzlich, ich denke mal, wenn jetzt wirklich, wenn das in Deutschland auch so wäre, dass 50 plus 1 fällt, für mich als betriebswirtschaftlicher Laie würde ich jetzt erstmal sagen, steigen erstmal die Preise für alle Spieler. So, es ist mehr Geld im Umlauf, die Preise steigen, macht aber die Qualität ja nicht besser. Also die Spieler werden ja nicht besser, nur weil sie teurer werden. Und vielleicht ist das für Deutschland auch besser, weil die Strategie dann eine andere ist. Wir verkaufen dann halt unsere guten Spieler für verdammt viel Geld, was man in Deutschland nicht erzielen würde. Also, weiß nicht, Transfers von 50, 70, 80 Millionen, die sind da eher eine Ausnahme. Die sind ja vielleicht dann realistischer, wenn man nach England verkauft. Also, und da muss man halt, bis auf Bayern München, müssen halt alle diese Strategie fahren. Und wenn man dann meint, man muss eben die Champions League gewinnen, dann muss man halt andere Summen einsetzen. Aber ich denke, also ich glaube, dass wir eigentlich eben durch Qualität und nicht durch Geld dann überzeugen. Ne? In den vergangenen Jahren hat jetzt keine englische Mannschaft die Champions League gewonnen. Meines Wissens nach zuletzt Real Madrid und Barcelona waren diejenigen, die die Champions League, die Königsklasse gewonnen haben. Noch ein Satz. Im Endeffekt entscheidet ja nicht die Gesellschaftsform über den Erfolg, sondern die strategischen Entscheidungen. Also welche Spieler kaufe ich, zu welchem Preis, das oder meine ich, die Talente zu erkennen, zu entwickeln und Team Spirit, das sind alles, also sportlicher Erfolg hängt sicherlich zum Großteil oder nicht unwesentlich von Geld ab. Aber da muss man umgucken. Ich sehe, Paul Pogba hat 100 Millionen gekostet. Neymar 222, Hazard, Falcao, der auch schon mal für viel Geld gewechselt ist, und Mbappé hat auch nicht gerade wenig Geld gekostet. Also die besten, vermeintlich besten aktuell spielen eben bei den Clubs, die in Investorenhand sind. Aber es kann nur einer die Champions League gewinnen. Manchmal auch, ja. Gott sei Dank, Sport und ist dann Tagesform. Ich sage doch, natürlich schießt Geld Tore. Natürlich ist es nur das Beispiel, die üblichen Verdächtigen in der Champions League, die sie wieder gewinnen werden, ist auch klar. Aber ich sage doch nicht, dass, wenn ich fordere, dass sich der deutsche Fußball Entwicklungen anpassen muss, um auch in der Zukunft wettbewerbsmäßig aufgestellt zu sein, meine ich damit nicht, dass du nur die Champions League gewinnen kannst, wenn du ganz viel Geld auf den Tisch klopfst und alles läuft von selbst. Du musst mit dem Geld auch das Richtige anstellen. Das haben gerade in England einige nicht gemacht. Und ich sehe jetzt hier beispielsweise auf dem Foto AC Milan. Ja, wer hat den AC Milan eigentlich an die Wand gefahren bis mit unglaublich vielen Schulden. Jetzt sind dort chinesische Investoren drin. Ja, das war alles Berlusconi, eigentlich der Vater, der große Pater des AC Milan. Also das hat so viele Facetten, das ganze Thema, dass man doch durchaus, wenn man beim genauen Hinschauen sieht, dass Investoren eine große Gefahr für den Fußball darstellen, dass sie aber nicht zu verhindern waren. Und in Zukunft wird sich die Spitze des Fußballs auch noch mehr in diese Richtung entwickeln. Viele Facetten bringt uns übrigens auch der FC Bayern gerade in diesen Tagen. Darüber wollen wir gleich in einer ganz kurzen Unterbrechung sprechen. Ist ein bisschen Unruhe da beim deutschen Rekordmeister. Da sind wir wieder beim Kicker TV Talk. Wir wollen schnell mal über den FC Bayern sprechen, Martin. Wir haben in der Champions League auch mal glanzlos gewonnen, 3-0 gegen RSC Anderlecht. Ich weiß nicht, ob du mir folgst. Ich habe so den Eindruck, Carlo Ancelotti war und ist mein Trainer gewesen, ob das bei Chelsea war, Paris, Milan, Real Madrid, der wunderbar diese ganzen Superstars moderieren konnte. Sehr besonnen, sehr ruhig. Ich habe den Eindruck, da ist so ein bisschen was aus den Fugen geraten. Fehlt da gerade so die harte Hand vielleicht eines Carlo Ancelotti, die er mal zeigen muss? Ich glaube, wir haben noch keine einzige Mannschaftsbesprechung, noch keine einzige Trainingseinheit miterlebt. Insofern maße ich mir nicht an, Carlo Ancelotti, der einer der erfolgreichsten Vereinstrainer, glaube ich, aller Zeiten ist, da Ratschläge zu geben. Aber Fakt ist eins, sind wir doch mal ein bisschen froh, dass das, was wir jahrelang bejammert haben, dass die Bundesliga zu langweilig wird, weil der FC Bayern schon im März deutscher Meister ist, dass die jetzt vielleicht ein bisschen spannender wird, dass auch mal der FC Bayern mal ein Spiel verliert oder auch mal nicht so glanzvoll spielt. Ich glaube, dass der FC Bayern früh genug die Erkenntnisse hat, dass vielleicht eine Mannschaft dann auch wieder erneuert werden muss, dass sie auch mal wieder verändert werden muss. Ja, und insofern ist es doch für alle Fußballinteressierten doch mal herrlich, eben nicht nur zu bejammern, dass der FC Bayern immer deutscher Meister wird, sondern jetzt mal zu bejammern, dass der FC Bayern auch mal völlig normale Probleme hat, die jeder Verein in seinem Zyklus auch mal haben wird.
Nichtsdestotrotz, ich weiß, es ist immer schwierig aus der Ferne eine andere Mannschaft zu beurteilen, zu bewerten, auch gerade Kollegen natürlich auch zu beurteilen, zu bewerten. Andreas Rettig, aber ich habe mich so gefragt, naja, man hört von Uli Hoeneß, der das ein bisschen beschwichtigt, Karl-Heinz Rummenigge haut dann so ein bisschen drauf. Es gab ja die verschiedensten Situationen, gerade schon beim FC Bayern, Thomas Müller, Lewandowski, Ribéry's Trikotwurf. Von Hasan Salihamidžić hört man relativ wenig. Können Sie sich die Rolle gerade so ein bisschen vorstellen, wie Salihamidžić spielt? Also mich interessiert an bayerischen Mannschaften nur der FC Ingolstadt und gegen die spielen wir nämlich morgen. Ja, also von daher würde ich mich zu anderen bayerischen Mannschaften heute Abend nicht äußern wollen. Gut, Richard? Ja. Also ich glaube, man muss da bei Guardiola noch mal einhaken. Irgendwie in der Zeit, wo er den FC Bayern geprägt hat, war alles sehr systemisch, Spielsystem, jeder Laufweg war bis auf einen Millimeter vorgegeben. Also im Rahmen der kreativen Möglichkeiten, die sie haben, das sah alles gut aus. Und als er dann weg war, hatte ich so das Gefühl, war das auch eine Riesenbefreiung für die Spieler, weil jeder wieder ein bisschen kreativer in sein, also individueller sein konnte. Und jetzt artet das so ein bisschen aus. Und ich glaube, vielleicht hat man dann verpasst, dann auch wieder mal zu sagen, so Jungs, jetzt stopp mit der Selbstverwirklichungsphase. Jetzt müsst ihr mal wieder ein bisschen mehr als Mannschaft agieren, weil irgendwie tobt sich jetzt jeder so ein bisschen gerade aus und dann gibt es halt auch mal Phasen, wo man mal nicht gewinnt und dann kommt eben der Sportdirektor dazu, der auch erstmal so seinen Platz finden muss und seine Rolle finden muss und so. Also Uli Hoeneß ist wiedergekommen und so. Also spannend, ne? Spannend und das ist das Leben, ne? Herrlich, wir wollen das mal weiter beobachten, wie es weitergeht beim FC Bayern. So viel ist da noch nicht passiert, aber es hat sich gezeigt, sie sind auch schlagbar durch die TSG 1899 Hoffenheim. Und das ist der Hinweis an Sie, liebe Zuschauer, wenn Sie mögen, Sonntag ab 12.30 Uhr bei uns bei Eurosport 2 HD Extra oder im Eurosport Player das erste Sonntagsspiel, was so früh beginnt, zur Mittagszeit. Ich weiß von Trainern, da werden Kohlenhydrate schon zum Frühstück gereicht, also schön Nudeln essen. Wer es mag, bitte, das müssen die Spieler. Also Hoffenheim gegen Hertha BSC mit Julian Nagelsmann im Studio, der ja ein Häuschen baut in der Nähe von München. Wer weiß, was da so kommt in der Zukunft. Das war schon, meine Herren. Es geht schnell, ne? Vielen, vielen Dank für euren Besuch. Schönes Wochenende. Viel Glück morgen gegen den FC Ingolstadt. Und wenn Sie mögen, Sonntag hoffe Hertha oder nächste Woche Freitag wieder ab 19.30 Uhr TGIM 22.45 Kicker TV Talk. Schönes Wochenende. Tschüss.